Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin gerade auf dem Weg in die Halle und heute wird der Golf nochmal richtig aufgedreht. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, was der Golf so als Ladedruck maximal angezeigt hat. Und da haben schon viele gesagt, Atmosphärendruck, das musst du abziehen und so weiter. Da habe ich euch ein bisschen auf die falsche Fährte geführt und zwar habe ich am Turbo schon ein bisschen was modifiziert. Ich konnte meine Finger wieder nicht stillhalten. Deswegen hat er auch 1,5 Bar oder keine Ahnung wie viel gedrückt. Jetzt geht es weiter heute mit der Dieselpumpe. Da kann man auch einiges drehen, dass der Golf ein bisschen schneller wird. Und das will ich euch heute zeigen. Außerdem ist euch bestimmt auch schon das Quietschen aufgefallen, dass immer beim Gasgeben der Motor oder der Keilrippenriemen so ein bisschen quietscht. Aber primär soll es darum auch gar nicht gehen, sondern eher um die Dieselpumpe, was man daran modifizieren kann oder stellen kann, damit der Motor ein bisschen schneller wird. Natürlich rein beispielhaft. Nach diesem Video wird natürlich alles wieder zurückgebaut. Außerdem habe ich heute mal wieder mein externes Mikro ausgepackt, was schon verstaubt in der Ecke lag. Das befindet sich jetzt hier oben. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, vielleicht. Weil in diesem Auto ist es so laut. Tut mir leid für den Ton im letzten Video. Ist halt extrem polterig und die Windgeräusche sind sehr laut. Ist halt ein Auto aus den 80ern, jedenfalls in den 80ern konzipiert. So, hinter mir seht ihr schon riesen Kartons. Ich habe gehört, da sind Felgen drin. Für welches Auto könnt ihr euch jetzt selber denken? Das sind ziemlich große Kartons. Man munkelt, es sind 22 Zoll Felgen, aber mehr sage ich dazu nicht. Oh, den Opa hier noch vorbeilassen. So, dann sind wir auch gleich da. So, Golf ist in der Halle, Motorhaube schon auf. Mit dem ML geht es auch demnächst weiter. Für euch morgen, also am Montag dann, habe ich bereits alle Teile für das Auto. Das heißt auch hier vorne, was ihr im letzten Video gesehen habt, die Bleche hier, weil das ja hier verbogen ist, die habe ich dann auch. Wollte ich erst auf dem Schrottplatz ein Video drehen, mir da die Teile zu suchen, aber habe ich günstig auf Kleinanzeigen gefunden und ja. Die Teile sind am Montag dann komplett, auch inklusive diesem Bügel hier vorne, der ja gerissen ist. Ich hätte den ML auch sehr gerne auf diesen schönen 22 Zoll Felgen weitergefahren, aber ja, die haben halt hier deutliche Macken und vor allen Dingen ist die Felge vorne rechts kaputt. Und ja, das ist jetzt nur die Behelfsfelge, deutsche Vita vom CL. Das hat auch dann bald ein Ende, aber erstmal würde ich sagen, baue ich den so vorne erstmal wieder zusammen, dass er heil ist und dann kommen auch die Felgen drauf, zumal die Felgen ohne Reifen jetzt sind. So, aber jetzt zurück zum Golf. Hab mir schon mein Haubenlicht hier montiert und im letzten Video habt ihr ein bisschen bemängelt, dass ich hier die Kabel ein bisschen schlecht verlegt habe, sehe ich auch ein. Ich habe zwar hier so ein paar Kabelbinder drum gemacht, aber ja, das mache ich zu einem anderen Zeitpunkt nochmal ordentlich. Was wollen wir hier an der Pumpe machen? Zum einen ist hier die Ladedruckanreicherung, die kriegt von hier den Steuerdruck, also den Ladedruck. Und hier befindet sich ein Kegel mit einer Feder gegengelagert. Der wird runtergedrückt, da ist ein Pin, also werdet ihr gleich sehen, dieser Pin ist so ein bisschen konisch aufgebaut. Und dann wandert ein anderer Pin von der Pumpe dort gegen. Und wenn der von Ladedruck runtergedrückt wird, dieser konische Stempel, dann wandert der Pin halt, je nachdem in welcher Position er ist, raus oder rein. Danach erkennt die Pumpe, ob man beim Ladedruck die Dieselmenge anreichern muss oder nicht. Deswegen auch LDA, Ladedruckanreicherung. Und dann die wichtigste Schraube ist hier unten. Diese Schraube hier, da, die bestimmt sozusagen die Maximalmenge von der Dieselpumpe. Und das ist natürlich das Spannendste. Wir haben jetzt, glaube ich, hier serienmäßig einen 10 mm Kolben drin, hier unten. Ich mache euch sonst einmal ein Bild rein, ungefähr wie das im Querschnitt so aufgebaut ist, wie eine Dieselpumpe dort funktioniert, damit die Leute, die jetzt gar keine Ahnung haben, wenigstens ein bisschen wissen, wie das aufgebaut ist. Und im letzten Video habt ihr ja schon gesehen, was ich eben schon meinte, dass der Turbodruck ein bisschen höher ist. Das liegt da dran. Hier habe ich einfach den Schlauch einmal durchgeschnitten und auf der Druckseite mit einer Schraube verschlossen, sodass das Wastegate, was quasi den Ladedruck regelt, ist ja so ein kleines Ventil im Turbo, konstant geschlossen bleibt und der Turbo halt das drücken kann, was er physisch macht.
Ist nicht für jeden zu empfehlen, weil Leute mit einem schweren Gasfuß, die nicht auf die Ladedruckanzeige gucken, die können dann auch sehr schnell den Turbo killen. Ich mache das wirklich nur selten. Ganz nebenbei ist es natürlich auch sehr wichtig zu erwähnen, dass ein Diesel grundsätzlich mit Luftüberschuss arbeitet und er seine Leistung durch den Dieselkraftstoff selber generiert. Beim Benziner kann man immer sagen, wow, du fährst 2 Bar Ladedruck, dann musst du quasi auch in diesem Verhältnis, ich sag mal 12:1, 13:1, dein Benzin in die Luft einbringen und deswegen hast du die Leistung. Beim Diesel ist es ein bisschen anders. Ich kann theoretisch jetzt 1,5 Bar, 1,6 Bar Ladedruck fahren, aber trotzdem wenig Leistung machen, weil der Dieselkraftstoff einfach nicht genug ist. Und ja, das versuchen wir jetzt zu ändern, indem wir die Pumpe ein bisschen anpassen. Natürlich rein beispielhaft, nur für dieses Video. Danach baue ich das natürlich alles wieder zurück. Als nächstes wollte ich einmal ganz kurz thematisieren, dass die Anzeigen richtig gut funktionieren und dass vor allen Dingen die Öltemperatur schon sehr, sehr hoch ist. Wenn ich normal 100, 120 auf der Autobahn fahre, erreiche ich so Temperaturen um 100 Grad. Das ist schlimmer als beim AMG und das kann ich auf jeden Fall so nicht lassen. Deswegen kommt als nächstes wegen dem Turbodruck ein Ladeluftkühler und wegen der Öltemperatur ein Ölkühler. Ich weiß noch nicht ganz, wo ich die auf der Front hier positioniere, aber das sehen wir dann in einem weiteren Video. So, jetzt würde ich sagen, ich schnack gar nicht lange rum, zu viel gesabbelt. Ich fange an, einmal hier das hier oben auseinanderzunehmen, die Pumpe richtig einzustellen und dann ja, ist das eine Sache von einer halben Stunde und dann sollte der Motor auf jeden Fall seine maximale Kraft entfalten. So, das ist der Pin, den ich eben beschrieben hatte, den erkennt man hier an seiner konischen Form. Außerdem ist er exzentrisch angebracht, das heißt, wir haben hier mehr Platz als hier. Wir wollen erzielen, dass der andere Pin von der Pumpe, der den hier so abtastet, je nach Ladedruck wandert der hoch und runter und der Pin von der Hochdruckpumpe tastet hier quasi das Profil ab. Man sieht schon, wie gesagt, diese exzentrische Anordnung, dass hier mehr Platz ist als hier. Wir wollen den maximalen Ausfahrbereich nutzen des Pins, also drehen wir ihn quasi so hin, dass wir hier am meisten Platz haben. Und genauso baue ich ihn jetzt auch wieder ein. Die Pumpe habe ich soweit modifiziert, also eingestellt, sage ich mal. Hier die Schraube, da habe ich die Blombe weggemacht, weggeschliffen. Und die ein bisschen reingedreht, ungefähr eine Umdrehung, was schon viel ausmacht. Und hier hinten läuft der Gashebel noch gerade ebenso gegen die Einstellschraube fast auf Block sozusagen. Und ich bin mal gespannt, wie das sich jetzt so fahren wird. Ich hole gleich Nina ab und dann messen wir mal endlich Zeiten, fahren nach Hause und mal sehen, was sie auch dazu sagt. Sie ist ja auch schnelle Autos gewöhnt. Das ist jetzt natürlich nicht schnell, aber sie weiß auch, wie langsam der vorher war. Jetzt bin ich mal gespannt, A, auf die Zeit und B, was Nina sagt. So, angekommen zu Hause. Mal gucken, ob Nina da ist. Ja, Nina müsste eigentlich da sein. Ja. Wo ist sie denn? Nina! Komm mal her. Willst du mal einen richtigen Sportwagen fahren? Ja, ein bisschen Pumpe aufgedreht und so, ne? Naja, Zeiten messen. Ist schneller als dein Camaro. So, auf zur abgesperrten Teststrecke. Ich kenne da eine ganz spezielle. Du auch, ne? Ha? Ja, die warten. Ja, alles gut. Auch rückwärts ist er schon schneller, ne? So, Fenster zu, da ist jetzt das Mikrofon. Was war das denn? Was war das denn? Ganz schön schnell, ne? Nochmal, ich muss das nochmal sehen. Oh Mann. Also Grüße gehen raus an Momme. So, Öltemperatur haben wir auch, 85 Grad würde ich jetzt mal schätzen. Irgendwie ganz komische Schritte da. Welches Kabel da wegnehmen? Welches Kabel? Das hier? Ja. Ja, Leute, der Innenraum hat auf jeden Fall eine Aufbereitung nötig. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr Innenraumaufbereiter seid und Bock auf das Auto habt. Ich glaube, ich finde da echt keinen. Und
Dann Türpappen, eigentlich auch so ein geiles Lenkrad müsste noch rein, ne? So ein kleines, so mit Alcantara. Irgendwer hat auch schon geschrieben, irgendwie ein Überrollkäfig oder so, aber... Das wäre aber schon ziemlich wild. Das wäre wild, aber ich nutze das Auto eigentlich zum Transportieren von Sachen. Also es ist komplett ein Nutzfahrzeug für mich. Und wenn ich jetzt einen Überrollkäfig da hinten reinpacke, dann kriege ich ja gar nichts mehr rein. Wie soll ich dann meinen Pfand wegbringen? Weiß ich nicht. Vor allem neue Felgen abholen. Ja. Ja, haben die Leute natürlich auch schon gesehen. Gestern 22 Zöller abgeholt. Wie die aussehen, wissen sie noch nicht. So, jetzt fahren wir mal hier links. Und suchen uns mal eine schöne gerade Strecke, wo wir es testen werden. Was schätzt du denn? Also letztes Mal hatten wir 14 Sekunden. 14 und ein paar zerquetschte, glaube ich, von 0 auf 100. Aber 2 Sekunden wird das halt schneller sein, wenn es aber noch mehr. 2 Sekunden sagst du? Also du sagst 12. 12 schafft. Ja, du hast eben schon so komisch gegrinst, also wird der schon noch heftiger sein. 9? Weiß ich nicht. 9? Kommt drauf an, ob die Kupplung überhaupt hält. Ich habe bis jetzt noch kein richtiges Vollgas gegeben, ob die Kupplung überhaupt das Drehmoment hält, ob ich gut schalten kann, ob der Motor explodiert, weil wir zu viel Ladedruck haben. Oh, naja, kann alles passieren, wenn er explodiert, ne? Dann im Video. Ja, ja, genau. Extra für euch, habe ich noch nicht Vollgas gegeben. So, hier abgesperrt. Willst du es vielleicht noch da so reinmachen? Ich will aber ein bisschen auf die Boost-Anzeige. Ja, das kannst du gleich noch machen. Das, den Maximaldruck zeige ich gleich noch. So, nochmal Reset. Okay, es geht los, ja? Gleich nochmal einen Versuch. Gibst du, du hast ein bisschen Angst um den Motor? Ja, ich habe ein bisschen Angst. Weil ich habe kurz einmal auf die Ladedruckanzeige geguckt und das sah nicht gut aus. Ich glaube, da brauche ich nochmal so ein einstellbares Dampfrad. Nennt man so, komischerweise. Wo man dann nochmal den Ladedruck genauer einstellen kann. Aber jetzt für euch alles oder nichts. Alles oder nichts hier. Ich hätte eigentlich auch nochmal einen Tipp für die Anzeige, ne? Du kannst auch nochmal im Edding irgendwie 2 Balken vor 2 rot anmalen, damit das noch ein bisschen gefährlicher aussieht. Ja, oder noch bis 2,5 in die Mitte malen. So, wollen wir es nochmal probieren, ne? Ja, bitte. Nochmal einen Versuch und du hältst mal auf die Ladedruckanzeige. Die Leute fassen sich wahrscheinlich so in den Kopf, was macht der, was tut der diesen Motor an? Okay, auf geht's. Zeit hat sich nicht verbessert. Nee. Also 10 Sekunden, aber durch das Tuning 4 Sekunden schneller von 0 auf 100, finde ich, ist schon ganz gut. Und ich finde vor allen Dingen, subjektiv ist das ziemlich schnell. Also der drückt einen schon ganz gut in den Sitz. Aber guck mal, wenn man ihn so aus der 2 raus beschleunigt. Ladedruck ruht da gar nicht mehr so. Und Öltemperaturen sind auch viel zu heiß. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall einen Ölkühler und einen Ladeluftkühler noch verbauen, um das ein bisschen standfester zu gestalten. So, alles sehr nervenaufreibend hier, ne? Also die Klimaanlage zu hier. Ja, warte, mach kurz hier. So, ist aus, an. Ich meinte eigentlich das Fenster, ist die Klimaanlage. Klimaanlage ist jetzt an. Nee, Spaß beiseite, Schluss jetzt.
Also, schreibt gerne nochmal in die Kommentare, was ihr noch an Umbauten sehen wollt, was euch interessiert. Ich finde, er ist schon echt richtig schnell geworden. 4 Sekunden, das ist wirklich nicht wenig. Mit dem Ladeluftkühler ist er wahrscheinlich noch ein Tick schneller. Und vielleicht kommt auch irgendwann nochmal ein großer Turbo, wer weiß es so genau. Was wollte ich noch sagen? Ja, es ist so heiß hier drin. Ich kann mich so schlecht konzentrieren. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr auch so ein 1.9er habt, schraubt den Ladedruck auf jeden Fall nicht so hoch, wie ich das gemacht habe. Keine Garantie, dass euer Motor nicht hochgeht. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich aus dem Video. Euch noch einen schönen Restsonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Achso, einmal noch Ladedruck, komm, weil es so schön ist. Geil, oder?